ich habe ja schon eine ganze Zeit lang nach einer Möglichkeit gesucht, meine SD-Karten auf einer Tour unterwegs zu sichern, also wenn man länger unterwegs ist, ohne dass ich halt einen Rechner mitschleppen muss, mit dem ich das normalerweise immer gemacht habe. Und nachdem die Suche da eine ganze Zeit lang erfolglos war, habe ich jetzt tatsächlich was gefunden, was mir zumindest vollkommen ausreicht, beziehungsweise sogar mehr liefert, als ich eigentlich gesucht habe. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute will ich mal eine kleine Lösung vorstellen, die ich jetzt gefunden habe, um meine SD-Karten unterwegs zu sichern. Ich habe ja im Allgemeinen oder anders angefangen. Die ganzen Jahre war mein Motovlog ja immer irgendwas, wo ich immer mehr und mehr aufgerüstet habe. Ja, mehr Kameras und so weiter, Fernbedienung, Halterung und so weiter und so fort. Und ja, eigentlich seit Ende letztem Jahr und vor allen Dingen dieses Jahr habe ich dann halt versucht, das irgendwie mal kleiner zu kriegen. Ja, irgendwie hat es mich doch ein bisschen genervt, dann immer zu gucken, boah, von 3 Kameras, SD-Karten, Akkus oder Stromversorgung, da, die ganzen Geschichten. Da bin ich mittlerweile eigentlich an einem guten Punkt angelangt für mich. Stelle ich vielleicht auch noch mal in einem anderen Video dann detaillierter vor. Aber ein Punkt war die ganze Zeit immer noch so ein bisschen auf der Kippe. Und das war jetzt, wenn ich wirklich mal mehrere Tage unterwegs war, alles allerbestes Beispiel da immer unsere JHV, die jetzt demnächst nämlich auch wieder ansteht. Und da habe ich dann eigentlich jedes Mal immer meinen Rechner noch mitgeschleppt. Also Notebook mit, entsprechend Kartenleser, wenn er nicht schon eingebaut war und so weiter, um dann halt zwischendurch meine Karten alle zu sichern. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der ja einen Riesensatz von SD-Karten eigentlich mitschleppt, so dass er für jeden Tag eine hat, sondern normalerweise habe ich halt immer Ende vom Tag die ganzen SD-Karten gesichert, wieder gelöscht für den nächsten Tag, um sie dann neu zu verwenden. Und meine Zielsetzung für dieses Jahr war halt JHV, da will ich unbedingt mal ohne Rucksack hinfahren. Also meine 2 Seitentaschen mache ich dann halt wieder dran, meine selbstgebastelten. Und ich will, wie gesagt, dieses Jahr mal ohne Rucksack auskommen. Und der Rucksack war sozusagen immer mein Technik-Bag. Da bin ich mal gespannt, wie das klappt. Und der wichtigste Punkt, wie gesagt, der mir da gefehlt hat, war halt eine Möglichkeit, meine SD-Karten zu sichern, ohne dass ich einen Laptop mitschleppe. Und da habe ich schon eine ganze Zeit mal gesucht. Es gab früher mal noch relativ häufig externe Festplatten, die sozusagen SD-Kartenleser drin hatten, wo man dann Knöpfchen drücken konnte, um die ganze SD-Karte einfach auf die Platte zu sichern. Habe ich jetzt keine mehr wirklich gefunden. Dann gab es auch mal von Western Digital, glaube ich, eine, so eine, ja, da war dann gleich noch ein WLAN-Hotspot mit drin, mit dem man halt auch per Handy oder Smartphone, Tablet und so weiter Daten drauf sichern konnte per WLAN und konnte halt bestimmte Sachen hin und her sichern. Aber auch die ist jetzt nicht mehr wirklich zu bekommen, abgesehen davon, dass es schon ordentlich gekostet hat auch. Ich war jetzt eigentlich schon fast an dem Punkt, dass ich auf so eine selbstgebastelte Lösung gegangen bin, die mit einem Raspberry Pi funktioniert. Da gibt es also eine Anleitung, CopyPi heißt das Ding dann, glaube ich. Teilweise sogar mit so einem kleinen Mini-LCD-Display drin, dass man so bestimmte Funktionen aufrufen kann und einzelne Tasten. Aber Idee letztendlich auch da, dass man halt irgendwo SD-Karten reinstecken kann oder beziehungsweise sogar alle möglichen USB-Drives und so weiter, um die dann halt einfach auf eine andere Platte zu sichern. Wie gesagt, ich war kurz davor, dass ich das Ding genommen habe und bei der Suche nach der Anleitung dazu
bin ich dann noch auf ein Gerätchen gestoßen von NewQ, heißt das, heißt die Firma. Und das Teil nennt sich FileHub. Und wie gesagt, da bin ich eigentlich auf was gestoßen, was mir neben der eigentlichen Funktion sogar noch ein paar Zusatzfunktionen liefert, die ich, weiß ich nicht, unbedingt brauche, aber die für den einen oder anderen bestimmt noch mal interessant sein dürften. Und das Teil will ich euch jetzt mal vorstellen. Das mache ich jetzt aber nicht hier auf dem Motorrad, das mache ich mal gemütlich wieder am Schreibtisch. Und wir hören uns dann einfach nachher noch mal kurz zum Fazit. So, und da habe ich also das gute Stück hier, den NewQ FileHub nennt sich das Ganze, glaube ich. Wenn wir hier mal gucken, genau, FileHub B3. Und hauptsächlich, was ich gesucht habe, ein SD-Kartenslot zum Lesen. Und wir können halt hier oben unter anderem eine Festplatte anschließen, um die Daten dann drauf zu sichern. Weiterer Anschluss hier USB-C, um das Ganze mit Spannung zu versorgen oder zu laden, komme ich gleich nochmal zu. Ein Netzwerkanschluss, komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber erstmal wirklich die Hauptfunktionalität, die ich jetzt hier haben wollte. Was hatte ich gesagt? Ich wollte unterwegs die Möglichkeit haben, meine Daten zu sichern. Das heißt, meine SD-Karten, in dem Fall hat er nur einen Leser für eine große Karte, deswegen hier das Adapterstück mit rein, und wenn wir jetzt da hier das Ganze einmal eingeben, zack, dann leuchtet hier auch schon die SD-Karte auf, das Icon, und wir können grundsätzlich erstmal schon die SD-Karte lesen. Dann hatte ich ja gesagt, hier oben gibt es noch einen Anschluss, um per normalem USB eine Festplatte mit anzuschließen. Mache ich jetzt hier. In dem Fall habe ich hier auch eine SSD, funktioniert aber auch mit einer normalen Festplatte. Das hatte ich eben schon gesagt, die erste Beigabe, die wir noch dabei haben, ist eine eingebaute Powerbank. 6700 mAh hat das Ding, glaube ich. Jetzt nicht die Welt, aber es reicht zumindest auf jeden Fall hier schon mal, um das Ganze zu betreiben. Also sogar eine Festplatte läuft. Und im Zweifelsfall kann man den Anschluss, wie gesagt, auch als Powerbank benutzen. Der mittlere Anschluss, wie gesagt, nur zum Laden per USB-C. Und hier nochmal Netzwerkanschluss. Das wäre die nächste Dreingabe. Wir können das Ganze, er hat hier nämlich auch WLAN, das heißt, zeige ich dann auch gleich nochmal. Wir können jetzt so per Handy auf das Gerätchen zugreifen und können da verschiedene Sachen mitmachen. Unter anderem kann er aber halt auch sein Netzwerk sozusagen zur Verfügung stellen. Das heißt, wir benutzen es nicht nur, um es aufs Gerät zuzugreifen, sondern er kann jetzt in dem Fall, wenn hier ein Netzwerkkabel angeschlossen ist, kann er das Netzwerk per WLAN auch an die Geräte weitergeben und auch an mehrere. Was er auch kann, habe ich selber jetzt aber noch nicht ausprobiert, er könnte sich sozusagen auch selber mit einem WLAN verbinden und das WLAN weitergeben. Gedacht zum Beispiel, wenn man jetzt im Hotel ist oder sowas und da kriegt man halt nur einen WLAN-Zugang und den kann man hier entsprechend einstellen und dann an die anderen beliebigen Geräte von, wenn man ein Tablet hat und ein Smartphone, kann man halt beide hier dran anschließen und der holt sich sozusagen das WLAN. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gut funktioniert, weil in vielen Hotels habe ich jetzt schon gesehen, die brauchen dann erst noch mal so eine Anmeldung und die kann er natürlich nicht machen. Aber generell, wie gesagt, sind das schon zwei Dreingaben, die man hat, die noch einen Mehrwert bieten. Also wir haben sowieso schon SD-Karten, Leser, Backup. Wir haben die Powerbank eingebaut und wir haben sozusagen den kleinen Netzwerk- oder WLAN-Router, den wir hier mit drin haben. Generell funktioniert das ganze Teil auch komplett, ohne jetzt irgendwas anderes zu machen. Also ohne das Handy zu verbinden zwangsweise, sondern wir können das auch alles hier über Tasten machen. Wir haben eine Taste hier an der Seite zum Ein- und Ausschalten. Dann haben wir hier eine Taste, mit der wir umschalten können, das WLAN. Er hat also 2,4 GHz und 5 GHz WLAN mit eingebaut. Können wir entweder beide anmachen oder halt eins von beiden. Und hier haben wir noch einen SD auf USB-Knopf dran. Hier an der Seite, da. Und wenn wir den einfach 3 Sekunden gedrückt halten, dann fängt hier die SD-Karte an zu blinken, also das Icon hier.
Und dann macht er sozusagen einfach automatisch ein Backup. Er zieht also alles, was auf der SD-Karte ist, auf die angeschlossene Festplatte drauf. Und das Ganze macht er, soweit ich gesehen habe, überall, wo Dateien drin sind. Das heißt, habt ihr leere Verzeichnisse, auch mehrere untereinander, werden die komplett weggelassen. Nur da, wo Dateien drin sind, aber da, was ich so ausprobiert hat, hat er wirklich alles mitgenommen, ob Videodateien, ob Bilder oder Audiodateien, hat er sozusagen alles rüber kopiert. Man muss eigentlich nichts weiter machen, als warten, bis hier die LED wieder aufhört zu blinken, dann ist er fertig. Falls irgendwas dabei nicht klappt, dann wird die entsprechend rot angezeigt. Zusätzlich kann man sich jetzt dann aber auch mit seinem Smartphone mit dem eingebauten WLAN verbinden. Und je nachdem, wenn halt irgendein Internet angeschlossen ist, per Kabel oder wiederum per WLAN, wird das auch weitergereicht. Aber ansonsten, selbst wenn keine weitere Verbindung besteht, kann man halt sich auf jeden Fall mit dem Gerät selber verbinden und kann dann halt noch verschiedene Sachen hier abrufen. Unter anderem sehen wir jetzt hier unten in der Ecke die Schaltfläche für SD-Card-Backup und die dreht sich auch gerade, um anzuzeigen, dass jetzt gerade ein Backup läuft. Und hier kann man jetzt auch einen genauen Status abrufen, zu wie viel Prozent quasi das Backup aktuell schon abgeschlossen ist, könnte das Ganze auch nochmal abbrechen. Und ihr habt gesehen, das Backup gestartet habe ich direkt hier über das Gerät und selbst dann holt er sich quasi hier den Status nachträglich noch rein, der gerade läuft. Hier oben sehen wir dann, was aktuell eingesteckt ist. Das heißt, aktuell ist er auf der SD-Karte. Hier kann ich noch weitergehen und kann auch sehen, die Festplatte, die angesteckt ist und kriege so einen leichten Überblick darüber, was frei ist. Kann hier aber auch auf das Dateimanagement gehen. Dort dann eins von den beiden Laufwerken auswählen, also entweder die SD-Karte oder die USB-Disk. Und auch hier kann ich mir jetzt die ganzen Verzeichnisse angucken, könnte Dateien sogar mit angucken, also Vorschau auf ein Video läuft zum Teil. Allerdings, was ich bis jetzt probiert habe, war es immer zu langsam. Es läuft dann zwar immer kurz, stockt dann aber wieder, aber zum mal kurz kontrollieren reicht's. Und hier könnt ihr jetzt dann auch sehen, wie das Backup funktioniert. Das heißt, hier gibt es ein Verzeichnis SD Backup. Und hier wird schlicht und ergreifend jedes Mal, wenn ihr ein Backup startet, wird einfach ein Ordner angelegt mit Datum und Uhrzeit, wann das losgegangen ist und wird einfach die ganze SD-Karte dort reingespeichert. Ihr könntet jetzt hier auch hergehen und noch das Ganze umbenennen, wenn dann das Backup durchgelaufen ist und so weiter. Ihr könnt auch hier auf euren internen Speicher vom iPhone zum Beispiel zugreifen und das war jetzt, hatte ich ja gerade erst einen Quick-Tipp gehabt, wie man Sachen auf die SD-Karte vom TomTom zum Beispiel kopiert. Könnte man jetzt hiermit auch machen. Das heißt, die Karte vom TomTom hier reinstecken und dann entsprechende Dateien vom iPhone auf die entsprechende Karte übertragen. Was ich mir jetzt bis jetzt nicht näher angeguckt habe, sind hier die Funktionen, um sozusagen Fotos und Kontakte vom iPhone auf die SD-Karte oder auf die Festplatte zu sichern. Wie gesagt, hatte mich jetzt nicht weiter interessiert. Für mich war hauptsächlich die Funktion hier vom Backup und das für mich eigentlich schon fast perfekt gelöst. Wie gesagt, ich kann es komplett ohne das Handy machen, kann hier aber auch dann nachträglich auf dem Handy kontrollieren, ob das Backup jetzt wie weit es fortgeschritten ist und nachträglich kann ich halt hier auch auf die Festplatte entsprechend drauf gehen und kann halt nachgucken, ob in dem entsprechenden Backup alle Dateien jetzt da mitgenommen worden sind, ob hier alle Videodateien entsprechend drin sind und so weiter und so fort. Also für mich eigentlich eine richtig geile Lösung. Vielleicht noch was zur Geschwindigkeit, da habe ich mal durchgetestet. In dem Fall war es eigentlich egal, ob ich jetzt da eine richtige Festplatte dran gehängt habe oder jetzt wie in dem Fall eine externe SSD. Die Geschwindigkeit ist eher abhängig von dem Lesegerät hier beziehungsweise von der Kartengeschwindigkeit und lag in etwa bei 1 GB pro Minute. Das heißt, habt ihr 20 GB oder 60 GB, dann seid ihr eine Stunde am Sichern. Das müsst ihr halt im Hinterkopf behalten. Ja, und das war jetzt das gute Stück. Und wie gesagt, für mich eigentlich die ideale Lösung. Macht genau das, was es soll. Für mich und ja, es ist nicht perfekt. Es gibt immer noch Sachen, die man gerne noch dazu haben würde, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, für mich, es tut das, was es soll und das macht es relativ einfach. Ich kann noch ein paar
zusätzliche Sachen nachgucken, ob Dateien wirklich kopiert worden sind und so weiter mit dem Handy. Ich habe halt mein minimales Setup und habe, wie gesagt, sogar noch ein paar Funktionen dazu bekommen, nach denen ich gar nicht geguckt habe. Ja? Beziehungsweise Sachen, die jetzt zum Beispiel bei der Bastellösung mit dem Raspberry Pi ich noch extra gebraucht hätte. Das Teil braucht noch eine Powerbank, um es zu betreiben wirklich. Hier das Teil kann es im Zweifelsfall auch Standalone, weil es eine kleine Powerbank mit eingebaut hat. Die ganzen SD-Kartenleser ist auf jeden Fall schon mit drin. Dann kannst du halt in Anführungszeichen eine beliebige Platte außen dran hängen. Also ich finde es ziemlich genial. Ja, und damit soll es das auch schon wieder gewesen sein für diese Woche. Ich hoffe, es war wieder nützlich für den einen oder anderen, der halt auch genau auf der Suche nach sowas war. Vielleicht ist das ja für euch auch die richtige Lösung, mit der ihr klarkommt. Link gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann soll es das gewesen sein. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.